Hallihallo und herzlich willkommen zu Man of Medan. Wir schauen Fliss ins Gesicht und sie sieht sehr schockiert aus. Ich glaube, ihr gefällt das Ganze nicht, dass wir hier weiterspielen. Ich habe schon wieder vergessen, auf die Uhr zu gucken. Okay, jetzt geht's weiter. Oh, können wir auch da noch? Ey, Julia? Oh, wir können in beide Richtungen. Beide Richtungen gefallen mir, glaube ich, nicht. Oder? Komm mal. Okay, wir können doch nicht in beide Richtungen. Die wollte bloß unbedingt dahin leuchten. Das war's. Sieht aus wie der untere Bereich des Schiffs. Nein! Echt jetzt? Fliss, du bist so eine Leuchte! Wie kann das der untere Teil des Schiffs sein? Kasa Mädelsabend, was? Ja. Hast du sowas? Mädelsabend? Ja, klar. Der Mädelsabend ruckelt ganz schön. Dann müssen wir mal ausgehen. Wenn das auch so endet, wohl kaum. Danke. Julia, könntest du vielleicht ein bisschen aus dem Weg gehen? Oh, die Alte, ne? Dass die immer im Weg stehen muss. Hier ist der Safe. Den haben wir doch am Anfang gesehen. Oder bin ich doof? Ich glaube, die Banditen haben den aufgesprengt. Bericht der Schiffarzt. Das Protokoll des Treffens zwischen Wissenschaftler X, CWO Walter Bishop und CWO Tom Palmer mit Sergeant Peter Wood als Besitzer von Besitzer und P. X für das Treffen mit unserem Team. Es gäbe viel, dass man voneinander lernen. Stimmt dem zu. Die westliche Welt müsse vor den Übeln. Die USA seien darüber informiert, dass gewisse Stellen den von chemischen und biologischen Substanzen in der Kriegsführung erforschten unsere Aktivitäten durch das Genfer Protokoll eingeschränkt hätten. Experimente unmöglich. Beschreibt eine während des stattgefundene Untersuchung. Es wurde die Wirkung eines in Molekülkristallform vorliegenden Halluzinogens, da haben wir es, mit Codenamen Manchurei Gold, auf Menschen getestet. Chemische Munition. Kampfes zu gewährleisten. Es war bereits ein geringer, signifikante Halluzination, sehr überzeugend. Versuchspersonen sahen und hörten Dinge, die in Wirklichkeit nicht vorhanden waren und dies selbst. Während Wirkung sei vielfältig, groß, gleichbleibend, intensiv. Hier haben wir es. Es ist kein Geisterschiff. Halluzination. Durch Experimente. Yippie. Jetzt ist bloß die Frage, wie das an uns geraten ist. Dass die alle verrückt geworden sind, ist klar, aber wie ist das zu uns gekommen? Private Charles Anderson legte außer Dienst betrunkenes Verhalten, schon wieder der, an den Tag, der sich eines Angehörigen US-Streitkräfte nicht geziemt. Private Anderson stritt mit einem anderen betrunkenen Soldaten. Laut Meinung des verhafteten Offiziers hätte dieser Streit zu einer Schlägerei in der Öffentlichkeit geführt. Daher wurde sichergestellt, dass beide Männer wieder auf ihr Schiff zurückkehren. 10 Tage Haft bewilligt. Tja. Ab in den Knast mit dir. Hey, da liegt noch was. Ich will das. Gib mir das. Montag. Arthur Miller. Diebstahl. Hatten wir das nicht schon? Unbefugter Zutritt. Hier den Frachtraum. 3 auf. Eklatante Missachtung von Befehlen. Freitag. 4 ist betrunken in der Öffentlichkeit. Kann es sein, dass wir die Sachen alle schon mal gefunden haben? Oh nein, ich würde gerne die Rückseite nochmal gucken. Wahrscheinlich laufen wir jetzt da lang, wo irgendwer anders schon war. Achso, nee, da waren ganz schön viele Leute betrunken. Vielleicht liegt's da dran. So, die hatten den Alkohol ja verboten.
Und trotzdem wollte sich hier jeder betrinken. Ah! Hier ist... ja. Eine Zelle! Hab die Zelle gefunden. Da schaut was um die Ecke. Es ist ein Shatsu. Und es macht irgendwas am Türrahmen. Ich bin mir nicht sicher, was es ist. Und es ruckelt wieder an dieser Stelle. Und an dieser Stelle. Wir haben eine Motte. Knall nicht so die Türen, Conrad. Sonst gibt's auf die Scharnuze. Gib mir das. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Name des Patienten. John Patterson. Patterson ist wieder da. Das ist ein Privater. Und der kommt aus Texas. Datum 2. März 41. Krankengeschichte. Diagnose. Schwache Neurose. Untauglichkeit ist nicht auf Fehlverhalten zurückzuführen und trat im Dienst auf Bestand zur Rekrutierung. Nein, aktueller Stand diensttauglich. Achso, ist aktueller Stand diensttauglich, okay. Voraussichtliche Dauer in Zukunft, vorübergehende Empfehlung, genaue Beobachtung und erneute medizinische Untersuchungen in einer Woche. Bericht. Heute habe ich Private Patterson auf der Krankenstation untersucht. Während der Visite litt er unter starken Angstzuständen, die mit den Anzeichen von Panik übereinstimmten, welche ich bereits während seiner Wachdienste zu Anfang der Woche beobachtet hatte. Und aus dem Augenwinkel sehe ich, wie er einfach irgendwelche Dinge tut. Ich hatte Patterson heute zu mir bestellt, da ich... Was tust du da? Ich hab die Motte ermordet. Dann geh! Okay. Zu mir bestellt, da ich glaube, dass seine Panik von... Ein dritter Tod während dieses Spiels. Ja, ein dritter Tod während dieses Spiels, aber nicht in dem Spiel. Dass seine Panik von eindringlicher und verstörender Erinnerung begleitet wird. Warte. Bisher konnte er seine Dienste fortsetzen gehen. Da seine Symptome nach Beendigung seiner Wachschicht stets nachließen. Er gibt an, dass solche Symptome für ihn sehr ungewohnt sind. Es tut mir leid, ich bin gerade so durch wegen dem Typen da. Private Patterson ist 25 Jahre alt und in hervorragender körperlicher Verfassung. Hat keinerlei bekannte Vorerkrankungen und eine makellose militärische Karriere. Im Verlauf der Untersuchung gelang es ihm, sich zu beruhigen. Einfache Tests zur Sprachfähigkeit, Reaktion, Erinnerungsvermögen und Entscheidungsfähigkeit verliefen normal. Klarer Fall von PTSB. Genau, PTBS. Ja. Typ ist durchgedreht. Himmel. Leiche ist auch durchgedreht. Wir haben Füße. Also Fliss hat Füße. Himmel, da liegt deine Leiche. Darf ich gestehen, dass ich die eben nicht gesehen habe? Obwohl die da so offen rumliegt. Oh, da ist ein Bildchen. Gib mir das Bildchen. Gib mir das Bildchen. Hey, da ist der kleine Junge wieder. Könnte der Sohn von jemand an Bord gewesen sein. An Papa, komm bald zurück. Mit dieser mit dieser Widmung vermutet man das doch mal. Hey, Alte, wartest du auf mich? Ey, ich will durch die Tür. Da ist ein böser roter Knopf. Sollte man rote Knöpfe drücken? Das ist hier die Frage. Alte, du und deine Lampe, ihr steht im Weg. Ihr steht mir im Weg. Wo sind wir denn hier? Ich gehe erstmal weiter.
Die Alte geht hier nicht weiter, also, nein. Schau doch mal. Guck mal. Ich sehe aus, als müsste ich kacken. Unten. Wo? Ist wohl der Maschinenraum. Hier muss ein Generator sein, stimmt's? Ein Stück der Leiter fehlt. Ich glaube, ich kann hier runterspringen. Halt! Bist du okay? Ja, alles gut. Komm runter. Sicher? Wenn ihr da runter geht, ne, und ihr beide nicht mehr groß genug seid, um da drauf zu klettern, dann habt ihr die Arschkarte. Ist euch doch bewusst, oder nicht? Oh. Was ist? Hast du das gesehen? Damit habe ich nicht gerechnet. Du hast nichts gesehen, weil nichts da war. Hallo? Wir haben komische Dinge gesehen, richtig? Das Schiff hatte also Mandschurei-Gold an Bord. Das in Wahrheit eine Art halluzinogene Waffe der Chinesen aus dem Zweiten Weltkrieg war, ja? Das Zeug war instabil und hat sich auf dem Schiff verteilt. Ja. Also ist es vielleicht noch hier und hat dieselbe Wirkung auf uns. Paranoide Halluzination. Genau sowas sollte das Zeug doch auslösen. Und die Crew hat halluziniert. Ja. Wir wissen, dass sie Angst hatten. Die Offiziere dachten, dass die ängstlichen GIs sich einfach vor den Wachdienst drücken wollten. Dieser wilde Scheiß, den wir sehen, ist nicht real. Nichts davon. Ob das irgendwie mit dem Flugzeugwrack da unten zusammenhängt? Ich weiß nicht. Vielleicht kam es zum Kontakt mit dem Schiff und dann... Ja, ist eine Theorie. Oh Gott. Okay, lasst uns gehen. Okay, Fliss hat sich nicht erschreckt, ich habe mich erschreckt. Sie hat die Theorie aufgestellt, ich habe das Ding gefunden. Van Linden! Motorenwerke Van Linden, Rotterdam, Niederlande. Dieselmotor Nummer 1734, Jahre, 1920, Typ L87 CSE. Hallo. Ja, wunderschönes Modell. Hätte ich dir auch so sagen können, sieht jeder. Hier sind Schalter. Schalter muss man drücken. Wir hätten nie mit denen reden sollen. Tut mir leid, wenn mein Bruder es verbockt hat. War wohl nicht das erste Mal. Leider nicht. Ich will Schalter drücken. Schalalalala. Okay, ich bin jetzt einmal im Kreis gerannt. Ich bin doch nicht einmal im Kreis gerannt. Ah, hier komme ich raus. Er ist hier. Oh, Gott sei Dank. Und er läuft noch. Ratter. Hier ist er, okay. Leg den Schalter um und dann nichts wie weg. Wenn ihr den Schalter umlegt, ja, warte. Hey, was wartest du? Okay, gehen wir wieder nach oben. Es muss doch noch einen Weg geben. Ich wollte hier weiter gucken. Funke! Hallo, wir sind zurück. Bitte kommen. Hören Sie mich? Hören Sie mich? Over. Wie ist Ihre Lage? Over. Wir wurden entführt. Wir alle. Und da sind Dinger, die uns umbringen wollen. Over. Tot. Komm schon, Mann, du Stück Scheiße! Jetzt aber mal nett hier. Leute, ihr habt jetzt ein Problem, glaube ich. Ich habe so die Vermutung, da wird nämlich gleich jemand kommen, euch finden, euch anschreien und euch umbringen wollen. Das sieht auch ziemlich schick aus. Was denkst du? Gefällt mir nicht. Die Leiche wurde kürzlich angegriffen. Zu kürzlich. Woher weißt du das? Die Fischer. Sie waren hier. Vielleicht haben sie... Wir verschwenden Zeit. Gehen wir. Ja, ist wirklich so. Oh, da ist noch ein Bildchen. Das gucke ich mir noch an. Die Kette kann fallen und den Fischer treffen. Errungenschaften, Zukunftsvisionen. Ich
glaube, ich habe alle Zukunftsvisionen gefunden. Ich kann hier hinten lang. Aber hier vorne ging es ja auch noch lang. Dieses Ding ist hier einfach viel zu groß. Und wir können ja auch rein theoretisch den ganz normalen Weg wieder zurückgehen. Deshalb, ich weiß jetzt nicht, was hier die beste Lösung ist. Oh, guck mal. Das Kreislaufgerät. Das ist von der Duke. Ob es noch funktioniert? Vielleicht. Nimm das mit. Vielleicht noch ein paar Minuten Luft. Nehmen wir es mit? Ja. Das kostet nur Zeit. Nimm das mit. Da liegst du falsch. Das halbe Schiff steht unter Wasser. Das könnte uns noch retten. Genau das denke ich nämlich auch. Hallo? Je sais ce que tu sais faire. De quoi tu parles, John? Mais c'est moi qui vais te tuer. Dis-moi seulement où est ce putain d'or. T'as perdu la tête? Quoi? Non. Je t'en prie. Non! Je t'ai dit de la fermer, sale menteur! Ferme ta gueule de merde! Tu dis n'importe quoi! Tout ce que tu racontes, c'est des conneries! Alors, ferme ta sale gueule de merde! Écoute-moi! Non! Fais pas ça! T'as qu'à... Oh! Je t'avais dit de fermer ta gueule! Scheiße! Ihr solltet still sein. Verteilerkappe! Die brauchen wir. Warte, da gibt's keinen anderen Ausgang? Das gefällt mir irgendwie nicht so. Oh nein, nimm nicht den Hammer. Nein. Oder sieht uns doch gleich. Bitte nicht. Zurück, er kommt. Oh Gott. Maintenant c'est moi qui viens le chercher. Les esprits des morts viennent me chercher. Nein. Ich hab's verkackt. Ich werde euch finden, ihr kleinen Scheiße! Wo ist das Problem, all das Gold zu teilen, eh? Es muss doch wohl genug für alle da sein, mehr als genug! Aber es gibt kein Gold! Wir hängen hier zusammen hin, oder? Aber ihr wollt mich ausboten! Ganz ruhig. Wenn ich nicht das ganze Gold kriegt, lasst ihr mich lieber hier krepieren! Aber ich bin der Captain. Ich hab das Sagen. Und ich entscheide, wer wieder geht. Und wer bleibt. Ah. Er sitzt uns im Nacken. Ich hoffe, du hast einen Fluchtplan. Er darf uns nicht sehen. Wir beobachten ihn. Wir finden den Weg. Ich glaube, der Typ ist normal, leider. Die amerikanischen Schnösel kommen in ein freiendes Land und wollen groß zuschlagen. Aber ich hab Friedestrom. Das Gold gehört mir. Und jetzt kann ich endlich zuschlagen. Ich mit meinem Riesenhammer. Nein, bitte nicht. Scheiße! Wir haben das Ding verloren. Verriegel die scheiß Tür! Ob die stabil genug ist? Finden wir sicher bald raus. Okay. Keine Bewegung. Und keiner von euch verwandelt sich hier. Umdrehen. Verwandeln? Sachte. Ganz sachte.
Achso, der. Oh. Der ist das, okay. 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 Und keine Verwandlungen. Und Hände hoch. Hände hoch. Nein, nein. So doch nicht. Keine Verwandlungen. Steck sie einfach weg. Niemand muss verletzt werden. Glaubt ihr, ich wollte jemanden verletzen? Ich hatte doch keine Wahl, oder? Er ist auch in euch, nicht wahr? Ist er doch? Ah, nicht nochmal! Es verwandelt sich wieder! Okay, der ist auch gaga geworden. Wovon redest du denn da? Was meinst du? Bleib weg! Bleib weg von dem Dunst! Da ist doch kein Dunst. Dieser Dunst! Nicht einatmen! Welcher Dunst? Du hast ihn gesehen. Er ist überall. Gelb wabert über Haar hin. Er ist jetzt drin. Hier bei uns. Jetzt. Bitte beruhige dich. Stopp. Julia, halt einfach die Klappe. Ich glaube, Fliss sollte reden. Drin, nicht wahr? Ich hab das Zeug nicht eingeatmet. Bitte, versprochen. Ihr habt ihn eingeatmet. Es passiert gleich. Ich spüre es. Na schön, gut. Da war etwas Dunstiges vorhin. Ich hab's ja gesagt. Hast du eingeatmet? Nein, hör mir gut zu. Wir hielten die Luft an. In uns ist kein Dunst. Ach, wirklich? Ich weiß, ihr seid alle Taucher, aber das kaufe ich euch nicht ab. Wir sind hier unten, seit Stunden. Könnt ihr so lang die Luft anhalten? Haltet ihr sie jetzt auch an? Oh Gott, der Dunst ist in mir drin, oder? Er ist in mir, nicht wahr? Ich spüre, wie sich alles in mir dreht. Er verwandelt mich. Innen drin. Nein. Oh, wenn ich die... Nein, 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 alles klar. Da ist kein Dunst in dir, alles gut. Schluss. Lüg nicht. Oh nein, 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 nein. Ihr seht es doch alle in mir, nicht wahr? Ihr lügt doch alle. Der Dunst ist in mir. Ist mich von innen auf. Nein, 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 hey, nein, 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 nein. Halt! Lass uns... Oh, verdammte Scheiße. Fuck. Ich würde sagen, Julia hat das ganz gut ausgedrückt. Nehmt die mit? Seid ihr denn bescheuert? Nehmt die mit? Lasst die Waffe doch nicht da, wenn hier, der Typ mit seinem Eisenhammer noch rumrennt. Ja, Kumpel. Genau der Typ. Habt ihr die Waffe jetzt mitgenommen? Julia, toll. Was? Echt total super. Vielleicht kommen wir durchs Wasser rein. Ja, klar. Hier zu ertrinken macht ja mehr Spaß als im Meer. Warum nicht? Es gibt 472 Nieten in diesem Raum. Wow, der hatte echt Langeweile. Ich bin schon viel zu lange hier. Er hat den Schuss gehört. Okay. Seid ihr da unten verletzt? Mit dir redet niemand. Scheiße. Ich sollte ihnen folgen, oder? Oh, wenn du ihnen folgst, dann... Kommt doch Mr. Hammer gleich. Und sagt, es ist Hammer-Time. So, ich mach jetzt erstmal Pause. Ja.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin. Tschüssi!